So, denn wir wollten, ja, was wollten wir? Genau, wir wollten nämlich noch ein zweites Spiel heute Abend spielen. Und zwar habe ich mir ein paar Spiele zugelegt in den letzten Tagen. Das Gute ist, die kosten ja immer so 2, 3, 4, 5 Euro. Das geht noch so einigermaßen, ne? Und sie sind ja auch spannend, also mitunter. Und ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert. Funktioniert's? Es funktioniert. Weil es beim letzten Mal gut funktioniert hat, machen wir heute weiter. Gibt es das? Nein, wir müssen es in Englisch spielen, aber ich denke mal, wir kriegen es raus. Wir spielen Night Delivery von Schillers Art. Also ähnlicher Stil wie beim letzten Mal. Und lass uns mal einfach überraschen. Ach so. Guten Abend. Lass uns einfach überraschen, was uns hier erwartet. Wie immer sind das wieder kleine Kurzgeschichten bzw. japanische Delivery Man. 31. Oh, bei mir hängt schon wieder OBS komplett. Warum eigentlich? Das verstehe ich nicht. WASD für Bewegung, okay. Linke Maustaste um interagieren. Gut. Dann gruselt euch mal im Schlafzimmer weiter. So, ich stelle mal hoffentlich Optionen. Wir gucken mal. Musik müssen wir ein bisschen runterdrehen, weil sonst platzen mir nachher die Ohren. Maussensibilität hatten wir beim letzten Mal schon festgestellt. Müssen wir mal ein bisschen runterdrehen. Wir machen mal die Helligkeit ein bisschen hoch. Hoffen, dass es klappt. Fullscreen. Texture Quality schieße ich mal nach oben. V-Sync bitte an. Every V-Bank. Harte und softe Schatten und Tiefenunschärfe. Können wir alles aktivieren hier. Ist überhaupt kein Problem. Inventar gibt es auch noch. Schauen wir mal. So, also wir haben die Texturen hochgedreht, wohlgemerkt. Was habe ich mal auf T-Shirt? Sieht man das? Da. I'm a Unicorn mit Deadpool Comic. So, was haben wir denn? Das ist mein Inventar. Irgendwas ist da. Habe ich keine Taschenlampe? Ich habe keine. Ist ein bisschen dunkel, oder? Ich muss mal. Ja, ich habe einige von diesen seltsamen Shirts. So, ich hoffe, das funktioniert. So. Ist, glaube ich, besser, ne? Doch, jetzt habe ich komischerweise eine Taschenlampe. Wie sieht denn das Ganze ohne diesen VHS-Filter aus? Ich lasse den mal aus, oder? Das sieht gut aus. Das ist mein letzter Halt. Nachdem ich diese 5 Pakete oder Päckchen ausgeliefert habe, bin ich fertig für heute. Package C, Package E. Ich würde sagen, wir gehen nach Reihe nach. Package A. Dieses Paket ausliefern? Na klar, machen wir mal. Ja, der VHS-Effekt ist zwar schön, ne? Aber. So. Tab, um das Inventar zu öffnen. Du kannst deine Items mit der Maus, mit dem Mausrad wechseln. Ich habe aber keine Items. Ich habe jetzt Room 206 Package. Okay, wo muss ich hin? Ja, ganz normale Arbeitszeiten für Hermes. 101. 206 ist wahrscheinlich da oben. Da hinten, ne? 1, 2, 3, 4, 5, oder? Ja. Also eine Etage hoch. Ach, guck mal, hier gibt es einen Fahrstuhl. Ja, also es gibt ein sowas wie ein Fahrstuhl. Ist nicht spät, es ist dunkel. Genauso. Oh, es ist hell. Es ist nicht spät, es ist dunkel. Ist aber sehr laut. Ich mache mir das mal ein bisschen runter. Ach so, und ich muss das so machen, damit.
Ja, das war ähnlich wie beim letzten Spiel. Ich bin. Warum bin ich schon auf Etage 302? Ich wollte nach unten. Ich habe doch die zwei. Ach so, nee. Ha, ich habe hier. Man sieht es, diesen weißen Punkt. Der weiße Punkt war auf der 3. Ich muss auf die 2. Ich Dummerchen. Es ist nicht spät, es ist nur dunkel. So, 203. Fünf. Meinst du das hier? Wahrscheinlich falsche Etage. Hallo? Achso. Die Türklinge. Hm? Knopfen. Namen Juggernaut. Ich klopf doch mal. Pizzalieferung für Jonas Wagner. Hast zu lange gebraucht. Verschwinde aus meinem Gesicht. Hallo? Siehst du, genauso werden die Hermes-Mitarbeiter behandelt. Warte mal, ich muss die tiefe Schärfe rausnehmen. So schön das vielleicht ist, aber diese ständige Hin- und Her-Zoom. Oh, guck mal, das ist die Miezi-Katze. Hey, Miezi. Ich dachte, das ist nur bei Hunden so. Okay, Miezi kann uns auch nicht leiden. So, mein Auto. Warte mal, hier sind Fahrräder. Das eine ist schon müde. Ich habe zu lange gebraucht. Nicht, dass in der Zwischenzeit jemand hier meine Sachen klaut. So, Nummer 2. Ja, können wir die anderen mitnehmen? Nee, wir können immer nur eins nehmen, ne? Oder können wir alle Päckchen... Nee, wir tragen eins. Nee, ist zu. Das müssen wir in 502 hinbringen. Okay. Knarrt aber auch hier. 502, da oben. Sehr gut. Fahren wir mit dem Fahrstuhl? Ja. Ich luft doch nicht bis da hoch. Aber ein bisschen klaustrophobisch darf man hier nicht sein, ne? 502. Ja, eine Sackkarre wäre hier praktisch. Das stimmt. So, wir klopfen mal. Hallo? Ah, gut. Oh, süß. Danke. Ich habe eine Belohnung für deine tollen Dienstleistung. Schön. Du liebst doch auch Katzen. Ja. Nimm das und sei zufrieden. Okay. Die Katze.
Katze da unten, die kriegt das. Steht da Müll. Mhm. Gesehen. Gesehen. Ach, wir kommen. Schweinerei. Wieso? Macht man. Okay, also in Etage 4 kommen wir nicht so. Namenfeige. In Etage 4 kommen wir gar nicht so ohne weiteres rein. Da müssen wir mit dem Fahrstuhl fahren. In Etage 5 und dann wisst ihr Bescheid, ne? So. Nach unten. Gibt es der Katze um? Was soll ich denn mit Katzenfutter? Ich habe keine Katze. Ach, guck mal, das ist die Flasche. Die nehme ich da gleich. Die nehme ich mal sofort. Warte. So. So, guck mal, Kätzchen. Oh. Wasser? Ich komme mal zurück nach oben, ja, Sir? Kleinen Moment. Der wollte wohl kein Wasser. Die Katze ist auch weg. Toll, da gibt man dir ein bisschen Futter und dann ist er weg. Huch. Oh. Hi, wie geht's, ne? Wie ist das mit dem neuen Zimmer, ne? In dem vorherigen Zimmer musstest du ja rausziehen, weil die Einwohner dort dich nicht so gemocht haben und nicht so nett zu dir waren, ne? Ist das diesmal anders, ne? Vorher war es ja so, dass die Leute immer mit dir gescherzt haben, beziehungsweise dich hier verkackeiert haben, ne? Wegen deiner körperlichen Behinderung. Ich habe es vorher schon immer gesagt, ne? Sie sind nicht die Schlechten. Nee, du bist nicht derjenige, der schlecht ist, ne? Also, gib dir nicht selbst die Schuld, ne? Also don't be impatient about getting... Und sei eben halt nicht so ungeduldig, einen Job zu bekommen, ne? Kohai, du bist mein Sohn. Es wird alles gut werden. Alle Dinge werden besser werden. Mom. Okay, Kohai. Okay. Dass der andere uns die Flasche dagegen geworfen hat, ne? Weißt du, da arbeitet man den ganzen Tag und bringt das die ganze Zeit zu den ganzen Leuten. Und die bestellen und bestellen und bestellen. Achso, wo müssen wir eigentlich hin? 401. Ach, das besagte. Also mit dem Fahrstuhl in die 5, ne? Sonst kommen wir da nicht hin. Mit dem Fahrstuhl in die 5. So, in die 5. Wenn ich zu 4 fahre, was passiert denn dann? Da komme ich nicht durch, ne? Ah, ich sehe die Säcke schon stehen hier. Na toll. Aber was so ein Filter ausmachen kann, ja, wenn man den VHS-Filter aktiv hat. Das ist Wahnsinn. Okay, Päckchen. 401, das ist ja hier vorne. So, meine Damen und Herren, ich klingel mal. Hi, Junge. Ich hab so eine Angst.
Bin ich der Einzige? Bist du nicht verängstigt? Ich sag ganz zu Ort. Es ist, als ob ich ein Teil von ihm werde. Aber egal. Vergiss es einfach. Okay. Oh. Für mich? Ich habe das Zimmer seit, keine Ahnung, nicht mehr verlassen. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann nicht mehr zählen. Oh, richtig. Ja, du bist hier für das Paket. Ich weiß gar nicht, ob ich dir trauen kann, ja? Und wegen dem Paket und überhaupt. Sprich mit dem Priester. Ich kann dir so lange nicht trauen, bis du nicht mit dem Priester gesprochen hast. Er sagt, er lebt in Apartment Nummer 105. Na toll. Okay, ich muss... toll. 105. 105. 105. In die 105. Wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Also runter fährt er irgendwie schneller. Guck mal. Und jetzt wird er langsam. So, wo ist der Priester? In der 105 ist der Priester. 103. 104. 100. Ach da. Achso, nee, das war ja schon. So, Priester. Oh, da hat er die Grinsebacke. Zuck. Ich sehe, Michiru hat dich hierher geschickt. Ich bin der hiesige Priester. Sag nix. Ich kann spüren, dass dieses Päckchen verflucht ist. Aber ich muss erstmal eine Opferung machen hier. Was? Before I can perform any sanctification on the object? Bevor ich das irgendwie reinigen kann, ne? Muss erstmal Geld fließen, ne? Ja. Hier, Wasser. Tisk. Ich brauche Cash. Bevor ich irgendwas machen kann, brauche ich Cash. Ich habe kein Cash. Wo soll ich den Cash herholen? Es gibt keine... Ach so. Nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst... Ich dachte, ich hätte mich verzählt. Stimmt, es gibt keine mit einer 4. Es gibt hier auch keine mit einer 4. Hm. Doch, da gibt's einen. Guck mal da. 404 not found. Es gibt eins. Eine Tür mit der 4. Aber wo kriege ich denn Cash her? Warte mal, ich muss mal Cash holen. Jetzt muss ich Cash holen. Kann ich das da oben in Rechnung stellen? Nee. Die 4 bedeutet, naja, also niemals zu viert irgendwo hingehen. Das bedeutet nur per. Deswegen 404 not found. Haha. Ey, sag jetzt nicht, ich muss jetzt wieder nach oben gehen und Kohle holen. Warte. Fünfter Stock. Wollt euch schon Feierabend machen. Ich wollte euch schon Feierabend machen. Ich brauch Cash. In der Tasche, komm her. Du hast mit dem Priester gesprochen? Von Angesicht zu Angesicht? Oh, du Glücklicher. Ich habe bisher nur Worte gewechselt durch die Intercom von der Tür. Ach, er braucht Geld. Selbstverständlich, ne? Was der Priester sagt, ist immer richtig. Ach so, die 4 klingt was für, wie das Wort für tot. Okay. Hier, gib ihm das, ne? Aber stell sicher, dass er es sofort bekommt. Ich möchte nicht, dass er noch länger wartet. Okay, wir tragen jetzt einen Schein. Was ist das für ein Schein eigentlich? Ein Money-Schein. Kann aber nicht sagen, was für ein Schein das ist. Aber ich gebe ihm das am besten. Wir sind ja letztendlich der Liefermann, ne? So. Das sind schon seltsame Leute hier. Ja, ich fahre zu Meckes, ne? So ist er, da drüben.
Da müssten wir uns das Zimmer mal 404 angucken. So, hier ist das Geld, mein lieber Herr. Oh, lass mich mal erstmal zählen, ne? Und zweimal vor allem. Warte. Was? Das ist niemals genug hier. Das kann nicht genug sein, ne? Denkt er, dass Michiru hier damit durchkommt? Ja, ich habe keine Ahnung. Das ist nicht genug. Ich brauche mehr Geld. Oh, warum ist das Licht hier noch an? Da ist die Batterie bald alle. Dass die immer zu wenig Geld geben. Wahrscheinlich hat er jetzt das Doppelte verlangt. Wie kriegt denn der eigentlich Geld, wenn er bisher sein Apartment verlassen hat? Wer räumt hier überhaupt auf? Du. Hi. Was? Das war nicht genug? Oh, vergib mir, Priester. Ich hoffe, dass das jetzt ausreichen wird, ne? Das ist nämlich alles, was ich noch für diesen Monat übrig habe, ne? Ich muss erst meine Eltern fragen, dass sie mir mehr geben. Naja, ich werde ja dafür bezahlt, nicht, ne? Eigentlich werde ich bloß für die Päckchen bezahlt, nicht dafür. Wobei, ich habe ja eine leckere Konservendose schon bekommen fürs Ausliefern. Ich warte bloß darauf, dass irgendwas hinter dieser Tür ist. Warum ist das so komisch grün überhaupt? Das ist bestimmt Geld, ja. Wir müssen ihm Geld geben, dass er das Geld segnet. Lass mich das nochmal prüfen hier. Wach. Ach, ja, das ist jetzt genug. Ist jetzt genug, ne? Ein bisschen knapp, aber es ist genug, ne? Ich werde ihm dieses Mal noch einmal vergeben. Dann lass uns mal mit dem Ritual beginnen. Okay, wo ist das Päckchen? Oh, haben wir noch nicht. Erledigt. Puh, ja, also das war ganz schön schwierig diesmal, ne? Und jetzt verschwinde mal. Okay. Jetzt ist es gesegnet. Vor allem ist es so ein gefalteter Pappkarton, ne? Wo, der sieht fast so aus wie der Karton, den ich hier bekommen habe. Wobei, der war qualitativ wertiger. Aber wie der Karton von der Capture-Karte. Letztendlich so ein Standard-Pappkarton zum Zusammenstecken. Kann man den Notrufknopf auch drücken da oben? Ne, kann man nicht. Aber noch ist ja kein Notfall. Es ist nicht zu spät, es ist nur dunkel. Ich gehe mal zu 404 Notfound. Da ist eine Kiste auf dem Tisch und ein Füller oder... Nee, doch kein Füller. Eine Kiste. Ja. Gut, wir reden erstmal mit unserem Auftraggeber hier. So, mein Lieber. Dass der die Tür nicht weiter aufmacht, da muss man hier sich... Ich habe Angst runterzufallen. Ach, vergib mir, Priester. Jetzt nehme ich dir das Päckchen ab, ne? Und jetzt geh. Wahrscheinlich hat er irgendwas reingemacht, ne? In das Päckchen. Irgendwelche Drogen reingeschifft oder so. Da, da, da. Du, 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 du. Eine nette Wohngegend. Mir wäre es aber zu viel Beton. Eindeutig zu viel Beton. Weißt du, das ist das einzige Grün, was ich bisher gesehen habe. Es ist ein, hier vorne noch ein Bäumchen. Dass die überhaupt hier wachsen können, das ist... So, mit O. D. So, wo müssen wir denn hin? 305. Das Gequietsche geht mir auf den Keks. 305.
Vor allem keiner da hier. Hallo? Oh, guck mal, mit Spielplatz. Hey, hast du dich denn nun schon in deiner neuen Umgebung eingewöhnt, ne? Du hast gesagt, dass du dein Bestes versuchst, um mit jedem in dem neuen Wohngebiet da klarzukommen, ne? Hat das geklappt bis dato, ne? Ich weiß, dass du ein sehr freundlich und liebevolles Persönchen bist, ne? Und ich hoffe, dass die anderen das auch mitkriegen und feststellen können, so wie ich das sehe, ne? Fang erstmal mit einer Person an und dann arbeite dich dann langsam da in die Richtung ran, ne? Und weil du neigst immer dazu, schnell pessimistisch zu denken, ne? Einfach mal positiv denken, ne? Apropos, wie geht's denn dem Hund? Kichi war doch der Name, ne? Kannst du mir das nächste Mal zeigen, wenn ich da bin? Deine liebe Mom. So, der Hund ist jetzt hier unten und hat den Brief von... Verstehe ich nicht. Können wir hier hoch? Nee, schade. Aber schön, dass wir das gefunden haben, ja? Guck mal, hier sind die ganzen Stromzähler draußen. Hier ist ja noch ein Hund. Hey. Ach, das ist... Das ist er. Warte mal, warte mal, warte mal. Der Hund biegt links ab. Hinterher. Nee, das war... hier weggerannt. Was so, jetzt hätten wir den Hund gefunden dort. Wäre er jetzt hier hingerannt oder wie? Jetzt ist der Hund weg. Okay, das ist das. Ich glaube, das ist derjenige mit dem Brief hier. So, 305 müssen wir. Das ist aber schon seltsam. In die 3. Die 3 ist ja erreichbar. Nur noch 2 Pakete sind wir fertig. 305 ist da hinten. Nee, ist hier vorne. 303, 305. Guten Tag. Achso. Nicht weiter. Hallo? Automatiktüren. Ich bin gleich da. Ich will hier raus. Oh, ducken können wir uns auch noch. Was ist das für eine Haltung? Sorry.
So groß war das Päckchen aber nicht. Hey, was tun Sie? Das Päckchen. Es ist ein Bettgestell. Du hilfst mir doch, das aufzubauen, oder? Ich guck mal erstmal, was bei dir los ist hier. Okay, die Mikrowelle direkt neben der Spüle. Das ist super. Und hier ist die Tür. Wohin? Ah. Ich glaube, das soll nicht da sein. Ich guck mal kurz. Warum soll ich jetzt... ist schon aufgezeichnet, wo das Bett hingebaut werden soll. Warum soll ich dein Bett aufbauen? Ja, die sollte dringend zum Orthopäden. Das war nicht gesund, diese Körperhaltung. So. Pass auf, da sperrt sie mich hier ein und verspeist mich oder so. Ja, das Bett hier aufbauen. Ich wollte doch nach Hause. Ich bin da... Was ist denn bloß für ein? Ach, guck mal, er hat schon was zu trinken gemacht. Das ist hier noch nicht aufgefallen, dass da was von oben tröppelt? Geht ihr Frau? Ich dachte, helfen. Ich sollte helfen. Wo ist sie denn hin? Ich glaube, sie ist gekommen. Erschreck mich bitte nicht. Wo ist sie denn hin? Ich sollte doch das Bett aufbauen. Ne, auf dem Klo ist er nicht. Hier ist es auch so. Warum haben die hier so einen komischen Rahmen drum? Einen einseitig sichtbaren. Ja. Ich bin gleich weg. Ich habe nur noch ein Paket. Ich bin gleich weg. Und zu Fuß ist es gerade viel schneller. Ne? Jetzt stellen die schon die Fahrräder mitten im Weg ab hier. Hab ich irgendwas gehört? Nö. So, letztes. Dann aber schnell weg. Schnell weg. Ja, ist es. Ist es. Hallo, ist es. Oh, das Gequietsche. 202. Na, das kriegen wir hin. Das ist da. Das ist der Typ. Glaube ich. Der mit dem Hund. Mein Baby, du musst helfen, es einzufangen. Warum? Ist auf den Spielplatz hingerannt, oder? Kinder gehen immer zum Spielplatz. Besonders mitten in der Nacht. Oder aber es ist in Raum 404 gegangen. Irgendwas? Nee, ne? Ich hab eine Dose gesehen.
Schauen Sie nach dem Baby. Schauen Sie nach dem Baby. Keins, keins ist hoffentlich schon schlafen. Wobei sind ja Ferien. Keins ist ja 14. Da ist nicht mehr so viel mit Bescheid geben, ne? Oh Gott, das Kind ist sonst wo. Wo ist sonst wo? Sieht jemand das Kind? Ich vermute ganz stark, es ist nach 404. Der Butler-Service? Warte mal. Nö, ist keiner hier. Kind. Wenn ich gesehen hätte, aber ich wusste ja erstmal, wo ist denn das Kind hingerannt? Kam das Kind schon wieder zurück? Sieht nicht so aus. Nee, glaub nicht. K1 guckt andere Sachen. Ah ne, wir sind ja schon auf 3. Ich glaube, wir müssen mal zu 5 und dann auf die 4 runter. Ich befürchte ja... Hallo? So, ab auf die 5. Okay, zum Glück. 403, nicht 404. Hallo? Das ist ein Kühlschrank. Das ist ein Foto von einem Kühlschrank. Die Frage ist, wo habe ich den Kühlschrank schon mal gesehen? Die Tür gegenüber, ne? Oh. Oh. Ich hoffe... Ich glaube, ich muss wieder runter, ne? Oh, ich komme nicht raus. Nein. Auf ewig gefangen. Hier steht oben Klos. Mist, verschwindet nicht. Ich glaube ja, ich habe das Kind unten erschlagen. Ich habe irgendwie einen Wein gehört. Hallo? Bin hier eingesperrt. Hat es Wind, wa? Muss ich die Bilder gerade hängen? Aber so ein Kühlschrank ist schon geil, verstehe ich, aber... raus. Ja.
Weil die Leute so viel bestellen. Kann ich nicht auf Klo? Was ist das hier für eine Tür? Oh. Oh, hier könnte ich raus, oder? Was war hier gerade eben? Hier war doch gerade was. Hä? Wer macht denn so eine Türen hier? Warum liegen die Bilder jetzt alle unten? Ich will doch raus. Ich hab dich gefunden, Junge. Ja, genau. Lieber das Kind weg. Wo war das 205? Ah, ab in die 2. Nein. Nein, bitte nicht. Nicht in diese Enge mit dem Kind. Die Windel sind voll. Die 2. Wo ist das Kind? Okay, jetzt kommt die Außerirdischen. Ich glaube, das ist das Zeichen zu gehen. Warum sind Leitern hier draußen dran? Weggebracht. Schon wieder Geld. Oh, muss ich das wieder zum Reinigen? Oh Gott. Oh Gott, ich muss wieder alles... Oh, ich muss mit dem Fahrstuhl fahren. Mit dem Elevator from Hell. Nein, oder? Ich muss draußen rumklettern. So, 2. Ich komme nicht zu 202. Oh. Lass mich raten, ich muss gucken, wie ich da hinkomme. Zu 202 komme ich da nach oben. Da, da. Ach, du ahnst es nicht.
Hast du keine Arbeit, machst du dir welche, hä? Wo müssen wir alles hin? 206 müssen wir auch noch hin. 206, 305. Wir sind jetzt in der 3. 305? Komme ich jetzt hier mit der Leiter hin? Die 2-0, ne? Genau. Können wir die 2-0-2 abgeben? Das ist definitiv die Karriereleiter. Genau. Das Baby lief nach draußen am Morgen. Es ist so süß. Es ist Marikos Kind aus Raum 202. Sobald Mariko mitbekam, dass ich auf ihren Sohn schielte, ne, hat sie ihren Sohn gegrapscht und ihn ins Haus mit reingenommen. Ne? Bleib bitte von meinem Sohn weg! Bin ich irgendwie ein Spinner? Görm ist doch so ein Widerling, ne? Okay. Ab in die 3. Die Bazille, ja. Wir sind in der 3 und müssten in die 305. Wir können, lass mich mal kurz gucken, von hier aus jetzt nur... Wie sind wir eigentlich hier rübergekommen? Wir sind runtergeklettert, ne? In die 4. Haben wir was in der 4? Die 401, die könnten wir, glaube ich, erreichen. So, die Leiter hier nehmen. Nee, dass der eine körperliche Behinderung hat, der, was wir da vorgelesen haben, ja. Kommen wir nicht hin. In der 5. In der 5 müssen wir zu 502. Da kommen wir nicht hin. Oh. Haben wir hier eine andere Leiter? Ja. Ich habe das genauso gemacht, dass man nur bestimmte Räume... Jetzt sind wir wieder 4, die 406 hatten wir, glaube ich, ne? 401. Oh. Da kommen wir in die 306. Da können wir hin. Die 305 müssten wir schaffen. Das ist, wenn der Aberglaube so tief verwurzelt ist, ja? So, wo müssen wir? 305? Na toll, ich komme nicht zur 305. Ich komme nur zu 306. Und hiermit komme ich jetzt wieder in die 2. In der 2 haben wir was? 206. Nummer 4. In der Nacht, Mr. Takeo aus Raum 206 hat eine Kiste mit Bier, Dosen getragen. Ne? Ich sagte, kann ich Ihnen helfen? Warum zum Teufel willst du mir helfen? Wenn du Zeit hast zu helfen, dann solltest du nicht auf hier Wohlfahrt, also sprich Hartz IV und so weiter, ne? Angewiesen sein. Ne? Du bist nur eine Last für die Society, sagte Mr. Takeo. Was? Ich frage mich, ob die Leute wirklich um mich herum so denken. Es ist das gleiche Prinzip. Körperliche Behinderung oder geistige Behinderung allgemein, ne? Ein Handicap. Auf der Tasche liegen, ein Gänsefüßchen. So, wir kommen da in die 305 hoch. Arisa. Zimmer 305 ist Studentin. Sie arbeitet auch Teilzeit im naheliegenden Convenience Store. Ne? Man kann sagen, dass sie wirklich hart arbeitet und ich respektiere das. Als ich dachte, sie würde nicht Hallo sagen, als wir aneinander vorbeigingen, das erste Mal am Morgen, sagte sie: Stalkst du mich? You ugly fuck, I wasn't stalking.
und wahrscheinlich das soziale Miteinander, was leidet. Wir kommen aber von hier nicht weiter weg. Was brauche ich denn jetzt noch? Wir brauchen 401 und 502. Wie komme ich denn da hin am besten? Ich komme jetzt, erstmal nur hier drüber weg. 502 ist da hinten. Da. Nee, da oben. Da komme ich nur über die Leiter von dem Ding daran. Und da komme ich nur von dort oben ran. Das heißt, von der Etage hier. Wo wir gerade runtergekommen sind. Nee, da. So, jetzt sind wir auf der 4. Die 401 erreichen wir nicht, weil da ist belegt. So, wir gehen jetzt auf die 5. Wir kommen aber nicht dort durch, um das 502 abzugehen. Wir gehen hier runter und müssten da jetzt hier wieder hoch. Und dann müssten wir es hinkriegen eigentlich. Heute habe ich eine Katzendose zu Erika in Raum 502 gegeben. Ne? Ich habe auch einen Hund. Ich dachte, wir würden miteinander klarkommen. Sie sagte mir, dass ich abstoßend sei. Aber ich glaubte, dass es keine schlechten Leute gibt, dass Leute, die Tiere lieben, keine schlechten Leute seien. Ne? Ich war verletzt, aber das ist die Geschichte, die Tagebucheinträge von ihm. Ne? So, wir müssen zur 401. Die 401 ist direkt unter uns. Da. Da ist die 401 direkt unter uns. Ich dachte, ich könnte irgendwie mit Michiru-san in Zimmer 401 klarkommen, da wir ungefähr gleich im Alter sind. Ne? Ich habe ihn niemals außerhalb seines Zimmers gesehen. Ich habe beschlossen, ihn zu besuchen. Er kam beim dritten Mal, kam er dann letztendlich raus. Ne? Ich denke nicht, dass irgendjemand mit sowas wie dir klarkommen könnte, sagte er. Das war's. Und er schloss die Tür sofort. Das Geld zum Priester, ne? Unten, unterste Etage. Also erstmal jetzt irgendwie runterkommen. Lass mich mal gucken. Da, da. Da. Also hier runter. Hier runter, glaube ich. Ich muss mal von der Seite nochmal gucken. Da drüben runter. Und da runter. Und dann in der 1-0. Ja, wo hat er denn gewohnt? Hier war das, glaube ich, ne? Diesen Morgen sah ich Yukishi noch, ich sag Raum, also Wohnung 105 laufen. Ne? Er scheint ein Priester zu sein und ich dachte, er wäre eine nette Person. Deswegen ging ich hin, um mit ihm zu reden. Ne? Was macht die schwache Person hier? Ne? I don't want to see it, just useless without money. Ich möchte sie nicht sehen, weil es ist nutzlos ohne Geld. Komm niemals wieder zu meiner Tür, ne? Und tauch niemals vor mir wieder auf.
sagte er. Möglicherweise war er in einer schlechten Stimmung. Na toll. Und der Fahrstuhl hat geläutet. Auto ist leer. Er ist nicht mehr rot. Ich hab nicht hingeguckt. Keine Ahnung, was war das? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab mich jetzt bloß erschrocken. Alter, was war das? Ich hab's nicht gesehen. Oh Gott. Ich hab mich doch das umgucken wollen. Hier ist das Kind. Oma. Okay. Alle glücklich. Ich weiß es nicht, was das gerade war. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem würde mich mal interessieren, was da oben in 404 los ist. Boah, hab ich mich erschrocken. Und ich hab's nicht gesehen. Ich weiß nicht, was da angekommen ist. Wahrscheinlich der Typ. Der mit dem Hund. Ja. Open Window? Ja, klar. Hallo? Erst klopfen und dann abhauen. Sogar bewohnt. Kann aber nichts machen. Hört sich eingeschittet, ja, aber. Hä? Wieder eine Plane vorgemacht. Okay. Boah, ich gehe zum Auto, wa? Aber irgendwas muss da noch sein. Irgendwie. Ich möchte da nicht wohnen. Egal. Ich möchte da überhaupt nicht wohnen. Egal, wie schlimm oder nicht schlimm das Ganze ist, ich möchte da nicht wohnen. Für kein Geldersparnis der Welt. Okay, der LKW ist wieder offen. Päckchen ausliefern? Ja. Es ist jetzt alles dunkel. Echt jetzt?
Ich weiß, hier müssen wir nicht sein. Ich will bloß gucken, ob wir irgendwas machen können. Empfänger verzogen, ja. Nee, nee, verzogen. Unbekannt verzogen heißt glaube ich, der Fachbegriff dafür. Das wäre, glaube ich, genau das Richtige. Der hat wieder alles zugenagelt hier. Ach, das Zimmer mit den Kühlschränken. Ich klopf mal. Welfare-Dokument. Ich meine, die Wohnung ist schon kompakt, ja. Also, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt. Ich will die Tür da hinten nicht aufmachen. Hier ist jemand noch am Einziehen. Aber das Welfare-Dokument, das scheint das Zimmer von unserem Kollegen zu sein, oder? Leider sehe ich da keinen Namen oder so. Zumindest kann ich nicht lesen. Bestimmt die Leiche drin? Ich konnte gerade bestimmt... Pizzalieferung für Jonas Wagner. Die waren alle nicht so nett, oder? Zu ihm. Geheimnis oder was? Landlord. Hat er Überwachungskameras geguckt oder was? Das ist sehr kopflos. Oh, wir haben eine Taschenlampe. Ich kann leider nicht erkennen, was da drauf steht. 40.000 Yen? Keine Ahnung. Der Landlord ist ja der Vermieter. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Mir passiert nicht so viel. Landlord ist ja für den Mieter. Die Frage ist, ist es das Alter, was dahinter stand, die 53? Eieiei. Das ist eine Tafel. Naja, schon ein bisschen rostig hier. Okay, Landlord kann nicht aufs Klo gehen. Ach, der wohnt hier unten. Jetzt ist das Licht wieder überall an. Steht der Müll noch?
Ich guck mal. Naja, er war ja auch sowas wie Rentner. Aber ich frag mal den Priester, der kann doch bestimmt gegen Kohle was machen. Was ist da ein Punkt? Guck mal da. Sieht man das? Da ist ein Punkt. Wo ist der Punkt? Warum ist die Taschenlampe schon wieder... Ne, die ist an. Wo ist der Fahrer? Wer parkt hier sein Auto so scheiße? Warum ist die Taschenlampe so dunkel? Muss ich jetzt in 404 gehen, um zu gucken, oder was? Okay, hier kann ich nicht klingeln. Okay, die Müllsäcke stehen auch nicht. Okay. Dann müssen wir aber gleich Action machen hier. Jetzt zerren den da raus, den Eigentümer, den Vermieter. Ich sehe nichts. Warum ist die Lampe so dunkel? Er ist der Kühlschrank. Hat man das gesehen? Der hat den Kühlschrankkleidung um sich drumherum. Ending 2. Er war der Kühlschrank. Was hätte man jetzt besser machen können und was nicht? Alter, ist der freigedreht? Er war der Kühlschrank. Ist irgendwie tonlos gerade. Und das sind, glaube ich, wieder die Unterstützer, die man jetzt hier gerade sieht. Den Hund pullern haben wir doch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich fehlten uns die weiteren Erkenntnisse, wo der Hund auftaucht, ne? Er hat als Kühlschrank verkleidet alle umgebracht, ja. Die Stelle mit dem Hund kennen wir gar nicht. Dass der da pieselte. Zumindest habe ich das. Wahrscheinlich brauchen wir das, damit wir die Briefe von der Mutter sehen. Weil um den geht's ja. Na, wie viele Enten gibt's denn? Mal, da ist wieder Pan dabei. Und Gronkh. Ich meine, ist ja putzig, ja. Ich mag ja so eine Spiele lieber als eben diese pure Action oder das Wegrennen. Im Sinne von auf Zeit leben und so weiter. Mir ist dieser psychologische Kram weitaus angenehmer. Warum ist der Hund da? Das ist doch der Hund von dem Dings, wo wir die Briefe gelesen haben. Der Anschluss suchte, ne? Weil die anderen immer so böse sind zu ihm. Keine Ahnung, ob wir das andere Ende oder die anderen Enden noch an der Stelle spielen können oder ob wir alles nochmal neu machen müssen. Und er wartet vor 404. Kann man das beschleunigen? Nein. Nein, gar nicht. Wir müssen das angucken.
Interessant. Sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Wir müssen von vorne spielen. Wir müssen echt von vorne spielen. Oh, nee, dann schaffe ich es nicht. Was sind denn die anderen Enden? Alter 31. Ja, sind die ganzen Einstellungen sind wieder zu erledigen. So, hier pullert der Hund irgendwann mal. Wahrscheinlich gibt es unterschiedliche. Sch Aber wir haben doch keine anderen Gegenstände gehabt oder gefunden, die vielleicht da überhaupt hilfreich gewesen wären. Die fehlten doch vollkommen. Damit hätten wir nämlich dann die anderen Briefe. Das heißt, das Ende 2 waren wir als Liefermann dann nachher, oder wie? Weil da ist ja der Vermieter jetzt gestorben bei Ende 2. Guck mal, da ist der Hund. So, und ohne Wasser kriegen wir das nicht. Oh, das ist so süß, der Hund. Das heißt, die haben ihn umgebracht, um seine Kohle, sein Welfare weiterzubekommen und zu kassieren. Ist ja starker Tobak. Aber warum die Kamera vom Vermieter? Die Kamera war ja in Raum 404. Gut, ist ja auch Raum des Todes, ne? Hat der Lythander gesagt, die 4 wird so wie bei uns wahrscheinlich, es gibt kein Stockwerk 13 so ungefähr, ne? Gibt es da keine 4, kein Raum 4. Bis auf den einen. Kommt man, wenn man es schafft, schnell aus der Tür zu gehen. Also ich hätte wieder rausgehen müssen. Ach so, als wir die Leichen gesehen haben auf dem Boden, hätten wir schon längst wieder draußen sein müssen. Wir hätten den Kühlschrank sehen müssen und hätten rausgehen müssen. Okay. Gut, aber dazu müssten wir natürlich alles wieder komplett spielen, ne? Und der Punkt ist nämlich, was zu benutzen. Mich hat ziemlich irritiert. Hier drüben war ein Punkt. Wir konnten in der Wohnung theoretisch was benutzen. Jetzt ist hier keiner. Da leuchtete hier so ein weißer Punkt, so ein Benutzungspunkt auf. So wie jetzt hier bei der Tonne, wo wir die erste Nachricht dann finden. Hier. Ja, warum auch nicht, ne? Das Schlimme ist jetzt gerade, wenn ich auf die Uhr gucke, eigentlich. Wobei, man muss es ja nicht immer komplett so weit ziehen. Denn hier nochmal durchspielen werde ich es jetzt nicht. Außer zu der Stelle, um zu gucken, was da eigentlich durch den Fahrstuhl gekommen wäre. Aber das, was am zeitaufraumendsten war, war eben halt dann nachher das Langhangeln hier. Dieses Erschwerte, um die Päckchen dann auszuliefern. Ich weiß nicht, wofür die sinnbildlich dann standen. Wir gucken mal was an. Okay, gut. Denn an der Stelle erstmal auch wieder, weil für YouTube ist hier nämlich Feierabend, die im Stream kriegen dann halt die volle Packung damit. Ich habe noch ein The Room-Teil. Ja, wir haben doch, glaube ich, eins, wo wir noch nicht zu Ende gespielt haben. Ich habe nämlich noch die Aufnahmen umliegen. Ja, für YouTube ist hier Feierabend. Es ist ein schönes Spiel. Ich glaube, spätestens nächsten Sonntag gucken wir uns ein weiteres an. Oder weitere, ne? Ich finde die eigentlich ganz passend. Mal gucken, vielleicht hat man ja noch ein paar andere Sachen, ne? Bis dahin erstmal. Euer Firefox.